erstaunt sah Maleficent die beiden an, die im Bett lagen und offenbar heute auch keine Lust hatten, aufzustehen. Moment. Ihr wollt im Bett liegen bleiben. Da draußen sammelt sich eine Armee und ihr zwei Turteltäubchen lümmelt hier in den Kissen herum. Was sollte man dazu noch sagen? Ein Schmunzeln huschte über ihre Lippen, denn sie konnte die frisch Verliebten natürlich sehr gut verstehen. Wenn man so verliebt war, dann wollte man mit demjenigen auch so viel Zeit wie möglich verbringen. Daran erinnerte sie sich selbst noch sehr gut. Nun gut, dann lasse ich euch zwei eben wieder alleine und kümmere mich selbst darum. Die Bindung der beiden war so stark, dass Ikki es ihr ermöglichen konnte, eine eigene körperliche Form zu besitzen, auch wenn sie sich nicht so lange und gut berühren konnten wie zu der Zeit, als sie ihren eigenen Körper gehabt hatte. Trotzdem gingen die zwei sehr gut damit um und besonders Ikki bewunderte die junge Frau zu der Zeit. Maleficent hätte nie damit gerechnet, dass er so gut mit all dem umgehen würde. Schmunzelnd zog sie sich wieder zurück und verschwand ins Wohnzimmer, wo Diawal stand und aus dem Fenster starrte. »Es ist fast wie früher«, flüsterte er leise. »So viele Wesen und alle sind bereit, in den Krieg zu ziehen, zu sterben und zu töten. Alles nur wegen dem verdammten Stolz eines Mannes, der nicht mal im Jenseits seinen Frieden finden kann.« Innerlich kochte er und beruhigend sah ihn Maleficent an. »Alles ist gut«, flüsterte sie leise. »Du weißt, es wird nichts bringen, mit Richard über diese Situation zu reden. Sie alle wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich hoffe, wenn wir nach dem Kampf und einem Sieg irgendwie weitermachen, dass dann alles geklärt ist. Wir werden den Zugang für diese Welt für immer schließen müssen. Danach wird es ein Ende haben. Denn Richard wird nie in unsere Welt geboren werden können. Das wird nie funktionieren.« Staubend drehte sich Diawal zu ihr. »Das hoffe ich doch sehr. Das hoffe ich wirklich sehr. Ich habe die Nase voll von dem Kerl. Seit Jahren raubt er uns die Nerven. Damals hat er schon alles kaputt gemacht, hat ihr wehgetan und hat dann auch noch Aurora einfach ignoriert. Seine eigene Tochter hat er verstoßen und sie weggeschickt. Zu mittelmäßigen Feen, die nicht einmal ahnten, wie man ein Kind großzieht. Wärst du nicht gewesen und hättest du dich nicht um Aurora gekümmert, wäre sie nicht mal ein Jahr alt geworden«, regte er sich auf. Lächelnd schloss Maleficent ihn in ihre Arme und drückte ihn an sich. »Ist doch gut. Ohne dich wäre ich nie so weit gekommen«, flüsterte sie leise. »Du wirst mich doch wieder in meinem Kampf unterstützen, oder? Du wirst doch wieder an meiner Seite sein. Ohne dich werde ich das nicht schaffen.« Der Rabe wurde hochrot und nervös fuhr er sich durch die Haare. »Natürlich werde ich dich begleiten«, muschelte er leise. »Denkst du, ich kann dich alleine lassen? Wenn ich nicht bei dir wäre, dann würdest du am Ende doch überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Aber ich warne dich. Verwandle mich nicht nochmal in einen Flohfänger. Dann werde ich richtig wütend.« Das war wohl eine seiner schlimmsten Erinnerungen, denn mit Wölfen konnte Diawal überhaupt nichts anfangen. Einmal hatte es Maleficent gewagt, ihn in einen Wolf zu verwandeln, was für den Raben eine der furchtbarsten Erinnerungen überhaupt war. Nie wieder wollte er in einen Wolf verwandelt werden, so viel versicher. Da wurde er doch lieber wieder zum Drachen. Schmunzelnd schüttelte Maleficent den Kopf, atmete dann aber durch. Langsam war es Zeit, sie musste den sich sammelnden Mächten erklären, wann es losgehen sollte, wann der Krieg anfangen würde. Sie warteten nur noch auf den Befehl zur Schlacht. Und das war wichtig. »Gut, ich denke, wir sollten das jetzt klären«, flüsterte sie leise und schloss ihre Augen. Was vor Diawals Augen geschah, konnte er nur schwer erklären, denn Maleficent veränderte sich stark. Ihre Haare banden sich fest zusammen, in ihrer Hand erschien der Stab, den sie schon immer bei sich trug, und aus ihrem Rücken zeichneten sich besondere Flügel ab, mit dunklen, schwarzen Federn. Der zarte Körper hüllte sich in ein hautenges schwarzes Kleid und um ihren Hals erschien ein funkelndes Amulett mit grünem Stein, der hell glühte. »Nun denn«, murmelte sie leise und ihre Finger schlossen sich fest an dem Stab aus altem Eichenholz. »Ich denke, wir sind bereit. Wenn die Nacht kommt, wird meine Armee anfangen, sich in Bewegung zu setzen. Wir lassen den Gegner nicht zu uns kommen. Wir werden ihm entgegentreten.« Ihre Augen funkelten mit einem leichten Grünschleier und Diawal strahlte. Er verwandelte sich in einen Raben und verschwand krächzend in den Wald, wo er herumflog, um mit seinem Krächzen jeden zu wecken, jeden aus dem Schlaf zu holen, jeden rief, der sich an dem Kampf gegen Richard beteiligen wollte. Müde rieb sich Richter über die Augen. Erstaunt stellte er fest, dass er einfach eingeschlafen war und offenbar war Siri schon verschwunden. Gähnend rieb er sich über die Augen und musste sich selbst richtig wachrütteln, bis er stark genug war, um überhaupt aufzustehen. Die letzte Nacht hatte ihn so viel Stärke gekostet, es fiel ihm schwer, noch immer klar zu denken. »Wo ist denn dein Frauchen? Wo
wollte er von Alice wissen, die zusammengerollt auf dem Stuhl saß und leise maunzte. Allerdings konnte er sich denken, wo sie war, und langsam ging auch er die Treppe runter in den Keller, wo ihn das Bild erwartete, was er absolut nicht sehen wollte. Sofort senkte er den Blick und schluckte schwer. »Also, ist sie schon tot?« murmelte er leise und schreckte Siri damit hoch. Diese drehte sich sofort zu ihm, wurde etwas rot und dann leichenblass. »Du solltest sie so nicht sehen, es tut mir leid.« Doch beruhigend schüttelte Richter den Kopf. »Mir war klar, dass ich diesen Anblick eines Tages erleben muss, ob ich will oder nicht. Mir war es klar, trotzdem.« Seufzend senkte er den Blick und lehnte sich an Siri, als diese ihn fest in die Arme schloss. »Es tut mir so leid«, flüsterte sie leise, »wirklich. Ich bin Theomara so dankbar dafür, dass sie dir das Leben gerettet hat. Trotzdem wollte ich nicht, dass sie stirbt. Keiner wollte, dass sie so ein Opfer auf sich nimmt, und doch hat sie es getan. Wir sollten ihr dankbar sein für das, was sie getan hat. Und hoffen, dass es ihr jetzt besser geht. Wo auch immer Theomara jetzt ist, ich hoffe, sie wird ihren Frieden finden.« Das konnte auch Richter nur hoffen. Er konnte wirklich nur hoffen, dass sie jetzt ihren Frieden finden würde. »Jetzt fehlt nur noch ich, was?« murmelte er leise und sah zu seinem Herzen, welches ruhig und sicher schlug. Sofort war Slender wieder da und schmunzelte. »Ein starkes, liebendes Herz, so viel mehr wert als das hundertfach gestorbene Herz einer alten Frau. Eigentlich sollte ich wütend auf euch sein, weil ihr versucht habt, mich mit so etwas Minderwertigem abzuspeisen. Aber ich kann euch gar nicht sauer sein. Ein Herz wie dieses hier ist Gold wert. Also, wenn ihr es mal loswerden wollt, müsst ihr euch nur melden.« Wütend funkelte Siri ihn an. »Keine Chance. Dieses Herz werde ich mit allem, was ich habe, beschützen. Verstanden?« Beruhigend hob Slender seine Hände. Schon gut, murmelte er leise. »Ach so, dieser Kerl, Douglas, der ist schon los und wollte seinen Fuchs holen. Danach wird er wohl zu einer gewissen Gwen zurückkehren, auch wenn ich keine Ahnung habe, wen er damit meint. Jedenfalls sollte ich euch das ausrichten. Er konnte es hier kaum noch aushalten, nachdem ich mein Herz bekommen habe, und jetzt ist dein Freund dran. Lange wird das Herz so nämlich nicht mehr existieren können. Es muss zurück in einen Körper, sonst wird es am Ende noch versagen, und das wäre doch Verschwendung. Weil ich nämlich auch nur schlagende Herzen esse. Verstanden?« Richter lief ein Schauer über den Rücken. Der Gedanke, seine langen, schlanken Finger in seiner Brust zu haben, war alles andere als schön. Ein Weg dran vorbei gab es aber nicht. Was hatte er also für eine Wahl? Was sollte er sonst tun? Seufzend atmete er durch und sah zu Siri. »Geh so lange nach oben.« Stur schüttelte die junge Frau den Kopf. »Nein, ich werde nicht gehen. Ich werde auf keinen Fall gehen. Ich bleibe an deiner Seite, und ich werde den Kerl keine Sekunde mit deinem Herzen alleine lassen. Ich traue dir nicht. Und wenn er nur irgendwie Anstalten macht, dein Herz doch noch zu fressen, dann muss ich was tun können. Also ich werde dich nicht mit ihm alleine lassen. Auf gar keinen Fall.« Slender brummelte leise, während er den Kopf schüttelte. »Also gut, dann machen wir das halt so. Von mir aus kann die Kleine dabei bleiben, aber es wird ihr bestimmt nicht gefallen, was ich mit dir tue. Sie sollte darauf gefasst sein.« Sofort krampfte sich Siri das Herz zusammen, aber Richter mit diesem Kerl alleine zu lassen, kam überhaupt nicht in Frage für sie. »Ist mir egal. Auch wenn es nicht schön wird, jemand, der Herzen fressen kann, wird nicht mit dem Herzen meines Liebsten alleine bleiben. Angekommen?« Ihre Augen funkelten und Richter musste lächeln. In diesem Augenblick fand er sie einfach wunderschön. Man merkte ihr die Feuerflut deutlich an. Sie bekam ihre Kraft von der Sonne, so viel konnte man deutlich erkennen. Sie schien regelrecht zu leuchten und ihre Haare glänzten. Wie konnte man nur so schön und gleichzeitig so stur sein? »Vergiss es. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, wirst du sie nicht davon abbringen können«, murmelte er leise und musste dabei doch schmunzeln. Irgendwie war er stolz auf seine Siri, denn aus dem verbockten Mädchen, das mit dem Kopf durch die Wand wollte und nur das tat, worauf sie Lust hatte, war eine selbstbewusste junge Frau geworden, die ihre Kraft für die einsetzte, die sie liebte. Und dafür liebte er sie nur noch mehr. Amüsiert lehnte sich Richard zurück, dessen Herz bereits jetzt schon wild hüpfte. Maleficent war zurück. Sie war wieder da. Und sie war bereit, erneut mit ihm in den Kampf zu ziehen. »Siehst du? Sieh dir diese Wesen an, meine Schöne«, wisperte er leise und kraulte Kumaima im Nacken, die an seiner Seite saß und lächelte. »Es ist wundervoll. Sie alle liegen dir zu Füßen und sind bereit, dieser Hexe zu zeigen, wo ihr Platz ist«, schnurrte sie, saß dabei wie ein kleines Kätzchen auf dem Fußboden, ihren Kopf auf seinem Oberschenkel gebettet.
Richard schmunzelte und nickte, während seine Finger durch ihre Haare glitten. Ja, du hast recht. Endlich ist es soweit und ich kann Maleficent für die qualvollen Jahre bezahlen lassen, die ich wegen ihr durchleiden musste. Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Darauf zu warten, bis sie auftaucht, mir meine Tochter nimmt. Eine Frau zu heiraten, die ich nie geliebt habe, mit ihr ein Kind zu zeugen. Und die wird von einer Fee verflucht, die nie verstehen konnte, warum ich diese Macht wollte. Ich war doch ein Niemand damals, ein einfacher Junge, Sohn eines Bauerns, der selbst nichts erreichen würde im Leben. Aber dann hatte ich die Chance und ich wurde König. Das lasse ich mir nicht noch einmal von ihr zerstören. Diesmal werde ich ihr das Königreich nehmen. Diesmal wird sie zerstört werden. Und das, was sie ihre Heimat nennt, wird mein Zuhause werden. Ich werde ihr nicht nur das Leben, sondern auch ihr Königreich nehmen, so wie sie es bei mir tat. Man spürte deutlich, wie sehr der Hass noch immer in ihm brodelte, wie sehr er noch immer kämpfte, und man sah ihm auch immer noch deutlich an, wie sehr er sie liebte. Kumbalma war nicht dumm. Sie wusste sehr wohl, dass sein Herz noch immer von dieser Maleficent besessen war, und aus dem Grund war ihr auch klar, dass sie dieses Weib aus dem Weg räumen musste. Diese Fee musste sterben. Was blieb Kumbalma denn sonst? Immerhin wollte sie das Herz von Richard für sich haben. Dafür musste jeder andere Mensch, jedes andere Wesen aus seinem Leben verschwinden. Und solange er seine Art von Rache nicht bekam, wäre er auch weiterhin von ihr besessen. Eine Tatsache, die der jungen Frau fast das Herz brach. Und du bist nicht mehr böse? Immerhin ist dieses Mädchen uns abhanden gekommen, nuschelte sie leise, sah unsicher zu dem Mann hoch, der sich in diesem Moment in ihren Haaren verkrallte. Wo du mich daran erinnerst, wo kommt es überhaupt her? Ich meine, ich habe fähige Beschützer zu ihr geschickt. Warum ist sie verschwunden? Klar, es ist Richter gewesen, aber der war doch nicht alleine, oder? Kumbalma senkte den Blick, weil sie nicht sicher war, wie Richard darauf reagieren würde. Nun, was soll ich sagen? Murmelte sie leise, ehe sie sich durch die Haare fuhr und die Beine anzog. Offenbar hat sich Dugnas auf ihre Seite gestellt. Du weißt, wie mächtig er ist. Und dann ist da auch noch dieser Fuchs an seiner Seite. Man unterschätzt ihn schnell, wir reden hier von einem kleinen Fuchs, der im Grunde nicht viel auf die Reihe bekommen kann, aber wenn ich ehrlich sein soll, ist Xandor eines der mächtigsten Wesen, die man finden kann. Wenn der sich gegen uns stellt, dann wird es unangenehm. Richard zog seine Stirn kraus und überlegte etwas. Nun, was soll ich sagen? Murmelte er leise. Offenbar hat sich dieser Kerl bereits entschieden und wir werden ihn wohl nicht mehr von dieser Gwen wegbekommen. Aber wenn es um diesen Fuchs geht, dann werde ich neugierig. Diesen Kerl würde ich mir gerne mal genauer angucken, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du, wo der Knirps steckt? Obwohl er ziemlich stark zu sein scheint, ist er jung und naiv. Jemand wie ihn kann man sehr leicht um den Finger wickeln. Genau wie das Mädchen, das gerade neben ihm saß. Jemanden, den man sehr einfach verführen konnte, wenn man nur die passende Tonlage fand, und ob nun Mann oder Frau, er war in der Lage, sich jeden gefügig zu machen. Die junge Hexe schluckte etwas, nickte dann aber. Ja, ich weiß, wo er ist. Offenbar wurde er nach der Befreiung von dieser Serie verletzt, und um ihn zu retten, hat man ihn zu Slender gebracht. Leise musste Richard lachen. Slender? Du meinst einen wirklichen Slender hier in der Stadt? Nun, dann ist es ja wohl ein leichtes, ihm den Fuchs abzunehmen. Herzen kann ich ihm genug opfern. Dann mach dir keine Sorgen. Also dann, such dir ein paar kleine Wesen, die uns sowieso nicht weiter zu nutzen sein können, und hol mir diesen Fuchs hierher. Brav erhob sich Kumbalma, doch sie zögerte ein wenig. Bist du sicher? Wir reden hier von einem echten Fuchsgeist. Ich weiß nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob das gut geht. Ich weiß noch nicht einmal, ob jemand außer Dunglas in der Lage sein wird, diesen Geist zu kontrollieren. Doch alleine sein Blick reichte aus, um ihr klarzumachen, dass Richard nicht mehr mit sich reden lassen würde. Offenbar war er von der Macht dieses Fuchsgeistes vollkommen fasziniert, und sie selbst hatte damit auch noch angefangen. Warum konnte sie nicht einmal den Mund halten?